In diesem Video befassen wir uns mit dem Schlagwort Eröffnungsbuchung. Was ist eine Eröffnungsbuchung und wo finden wir die? Eine Eröffnungsbuchung ist eine Buchung, die zu einem Konto gehört, das Sie angelegt haben. Ein Konto kann ein Kassenkonto sein, ein Girokonto, also sprich Geschäftskonto, ein PayPal-Konto, was auch immer Sie in Wabi Profi 3 hinterlegt haben. Denn unter Anwendungen, Buchhaltung und Konten können Sie Ihre dementsprechenden Konten anlegen, beziehungsweise über den Versionswechsel können Sie ja die Anzahl Ihrer Kassenkonten bestimmen. So. Jedes Konto hat dann auch somit eine Eröffnungsbuchung. Denn Wabi muss ja wissen, wo Gelder hinfließen. Diese Eröffnungsbuchungen finden Sie unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen. So, hier müssen wir jetzt zwischen zwei Dingen unterscheiden. Einmal ein Kassenkonto und alles andere. So, alles andere ist halt ein Girokonto, ein PayPal-Konto, was auch immer. Das können Sie einfach auswählen. Ja, und dann haben Sie eine Eröffnungsbuchung, ja, die Wabi Profi 3 automatisch erstellt. Zum Erstellen oder beim Erstellen fragt Sie ja Wabi Profi 3, welchen Eröffnungsbestand haben wir oder haben Sie gehabt. Da haben Sie die Möglichkeit, diesen einzutragen. Wenn Sie das nicht getan haben, haben Sie im ungünstigsten Fall bei Betrag 0 stehen. Bei einem Girokonto oder keine Ahnung, oder bei einem PayPal-Konto ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil das geht ja aus der Übersicht, der Kontoübersicht hervor, die Sie bei PayPal oder von Ihrem Girokonto mit den Kontoauszügen belegen können. Wo es aber etwas dramatischer ist und wo Sie wirklich aufpassen, ist eine Kasse. So, eine Kasse hat ja einen sogenannten Mitlaufbestand, der sich aufgrund der Eröffnungsbuchung, also des Anfangsbestandes plus getätigte Umsätze minus entnommene Gelder, sprich Einzahlungen, Tankbelege, Dekobelege, was weiß ich, was alles, Privatentnahmen und so weiter eben dann kumuliert. Das heißt, Sie haben dann irgendwann einen errechneten Bestand. Wenn Sie nun schon diverse Umsätze getätigt haben, ist es problematisch, dann empfehle ich Ihnen, diesen Schritt nicht zu tun, den ich Ihnen jetzt zeige, wenn Sie noch keine Kassenumsätze drin haben. Das heißt, Sie klicken hier auf Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen, wählen Ihre Kasse aus und wenn Sie hier als Betrag 0 stehen haben und keine weiteren Buchungen hier wiederfinden, dann können Sie getrost diese Buchung, die mit einem E gekennzeichnet ist, anklicken und können nun auf den Button Eröffnungsbuchung ändern klicken. Nun können Sie sagen, ich habe 150 Euro als Eröffnungsbuchung gehabt. Bedeutet, wenn Sie aus einem anderen System kommen, müssen Sie dort natürlich den Endbestand Ihres anderen Systems zu einem Monatsende immer eintragen. Okay? Beispiel, wenn Sie sagen, Sie beginnen am 01.01.2017, dann müssen Sie den Kassenbestand zum 31.12.2016 eintragen. Demzufolge würde dann hier das Datum dann der 31.12.2016 sein. Okay? Sie müssen also immer einen Tag zurückdenken, denn der Eröffnungsbestand ist ja der Endbestand des Vortages im Prinzip. Okay? Also da bitte aufpassen. Weil wenn Sie hier nämlich, wenn Sie sagen, Sie beginnen ab den 01.01. und Sie würden hier 01.01.2017 eintragen, ja, naja, okay, Sie wissen, was ich jetzt hier meine. Dann passiert Folgendes. Ja, 22.17, auch nicht schlecht, egal. Dann passiert Folgendes, dann sagt Wabi, okay, der nächste Tag, der verfügbar ist, ist quasi der Eröffnungsbestand plus der nächste Umsatztag. Also da immer aufpassen. Also 31.12.2016 oder wenn Sie am Ende eines Monats beginnen, dann immer den letzten des Vormonats eintragen. Okay, so. Nun hat Wabi Profi das gespeichert, wir müssen jetzt nur einmal wechseln, dann sehen wir hier, dass wir eine Eröffnungsbuchung zum 31.12.2016 haben. Jetzt kommen wir zu der anderen Variante. Wenn Sie bereits Umsätze getätigt haben, dann ist das problematisch, dann können Sie das so nicht mehr tun. Denn Sie haben ja ein Kassenbuch ausgedruckt. Ein Kassenbuch hat einen Mitlaufbestand. Und wenn wir es jetzt ganz, ganz streng nehmen, also das heißt, wir wollen jetzt wirklich die Erbsen zählen, ja? Was unter Umständen ein Prüfer tun kann, dann haben Sie das Problem, dass er sagt, okay, das Tagesjournal vom 01.01. oder beziehungsweise vom 02.01., da steht nichts drauf. Also das heißt, da fehlen einfach 150 und am 03. sind die 150 Euro drauf. So, das heißt, selbst wenn Sie das Tagesjournal vom 02. nachdrucken, dann steht dort Kopie drauf. Dann kann der natürlich fragen, warum machen Sie eine Kopie von einem abgeschlossenen Tag? Dann könnte natürlich sagen, ich habe das vergessen. Aber ich weiß nicht, ob man solche Diskussionen einfach haben will.
So, nichtsdestotrotz, wenn Sie bereits Umsätze in einer Kasse getätigt haben, dann müssen Sie ganz einfach in die Kasse hineingehen. So, ich gehe jetzt einfach mal hinein. Ich will einen neuen Umsatztag, egal. Und dann müssen Sie halt über F12 hier eine Privateinlage machen, dass Sie sagen, okay, ich nehme jetzt von einem, keine Ahnung, ich lege jetzt hier meine aktuelle Kasse, hier Kasse 1, genau, vom Girokonto, wie auch immer, lege ich an einem Tag, 4.1., lege ich jetzt 100 Euro hinein oder 150 oder machen wir 155, damit wir es einfach sehen können. Und jetzt speichere ich das Ganze. So, und wenn wir nun den Tagesbericht ansehen, haben wir hier eine Privateinlage in der Kasse und einen Kassenanfangsbestand und somit einen neuen verbleibenden Kassenbestand wie in unserem Beispiel von 542 Euro. Also das ist der einzige Weg, wenn Sie bereits Umsätze getätigt haben. So, das war's. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.